Sahne bitte. Nur links, rechts. Der Kupfer, Abschluss. Richtig gerade, linke Aufwärtszange, richtig ganz Abschluss. Und 3 gerade schnell hin. Schneller. Schlag an 2-mal. Kannst du den Kopfhaken abschließen? Schlag an 2-mal, Kopfhaken abschuss. Links, rechts, 8000 gerade. Anderes Bein. Ein Wechsel jetzt, wa? Und noch einmal Knie. Super, machst du das. Jetzt hört mich so nicht. Na, Nadine, alles gut? Na. Schönen guten Abend. Tja, wie ihr seht, ist heute der Herr Novak ausgefallen. Den haben wir, glaube ich, geschafft hier. Der Novak ist krank und ja, wir haben viele Frauen bei uns im Krav Maga. Und jetzt habe ich mit Nadine so ein bisschen gearbeitet. Ich denke mal, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Ich will auch keine anderen Schulen irgendwo angreifen oder irgendetwas. Aber halt, bei uns ist es so, dass jede Frau früher oder später das Schlagen, Treten, Knie erlernen muss, damit im Ernstfall sich tatsächlich verteidigt werden kann. Grundsätzlich hat man im Krav Maga natürlich auch sehr viele Hebeltechniken, viele Bürgertechniken, aber die sind natürlich irgendwo immer auch physikalischen Grenzen ausgesetzt. Und wenn man sich tatsächlich verteidigen möchte oder befreien möchte, es ist meine Philosophie, dass hier jeder schlagen können muss, das heißt die Grundtechniken im Boxsport zu erlernen, das heißt vom Boxen zu kicken, das Knie vernünftig einzusetzen, aber natürlich auch die Hürde zu nehmen, anderen Menschen tatsächlich zu schlagen oder selber auch mal vielleicht einen Schlag abzubekommen, ohne gleich in die Schockstarre zu fahren. Das ist natürlich ein langes Training, das ist nicht mal eben schnell erlernbar oder irgendetwas, all das muss man diese Hürden sukzessive nehmen und immer wieder daran arbeiten und das ist hartes Training. Ihr seht, unsere Nadine, die ist mit Sicherheit ein ganz zierliches Püppchen, aber halt, da sitzt schon eine Menge drin und das heißt, sie könnte mit Sicherheit im Ernstfall, weil sie auch das Sparring hier macht und, mit Sicherheit zurückschlagen, so dass sie sich befreien kann. Deswegen rate ich immer ab von irgendwelchen Selbstverteidigungskursen, wo letztendlich viele Hebel, viel,
viel drumherum gemacht wird, aber letztendlich den Vollkontakt, den sucht da keiner und deswegen distanzieren wir uns vom Alpha-Team definitiv. Bei uns ist es normal und bleibt eine kleine, härtere Schule als in vielen anderen Ebenen. Ansonsten, ich freue mich, wenn der Norbert wieder dabei ist. Dann können wir den ein bisschen verbiegen, dann zeige ich wieder ein paar Technikvideos. Heute habt ihr einfach nur mal einen Einblick gekriegt, wie das hier, sag ich mal, ja, eigentlich ein bisschen Patzenarbeit, wie das so abläuft, wenn man Einzelunterricht hat. Und ansonsten ja, wünsche ich euch eine coole Woche noch und wir hören uns dann in den nächsten Tagen. Danke.